Klaus Podierski, grüße dich, Klaus. Hallo, Georg. Servus. Danke für die Zeit, kurz vor einer ganz, ganz wichtigen Veranstaltung. Aber wenn ich vielleicht beginnen darf, eure Initiative Together Wien, Together zusammen, für was steht das? Ja, Together, wir schreiben uns ja mit TWO, Together Wien, heißt Männer und Frauen gemeinsam, also zu zweit. Ja. Wer steht hinter Together Wien? Ja, wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, ein Verein von vier Menschen, zwei Männer, zwei Frauen. Und wir haben uns vorgenommen, eine Initiative zu starten, wie Männer und Frauen im selben Boot gemeinsam in dieser Gesellschaft nachhaltig Veränderungen ermöglichen können. Wie ist der Impuls entstanden? Was war die Grundmotivation, die bei dir ja ganz, ganz stark vornimmt, Klaus? Ja. Der Feminismus hat uns vorgemacht, wie man wirklich das andere Geschlecht erreichen kann, die Emanzipationsbewegung. Das muss man wirklich sagen, die erfolgreichste Veränderungsbewegung in den letzten Jahrhunderten wahrscheinlich. Und wir von Together wollen nicht einen Maskulismus jetzt sozusagen als zweites Standbein aufbauen, aber wir wollen gemeinsam schauen, wie kann man einander gegenseitig, deswegen nennen wir es auch Crossover, das Crossover von Together, dass Männer sich empathisch in die Frauensituation rein spüren und dass sich Frauen ebenso in die Männersituation in dieser Gesellschaft hineinfühlen können und daraus zu gemeinsamen Lösungen für eine gelingende Gesellschaft zu kommen. Aber Frauen, Klaus, haben ja definitiv einen Nachteil in der jetzigen Gesellschaft. Wahlrecht ist viel später gekommen, verdienen weniger. Wo haben Männer Nachteile? Also es gibt natürlich Nachteile, dass viele Frauen jetzt in einem Bereich arbeiten, wo einfach weniger Verdienst von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Wenn man sich anschaut, wo die Frauen arbeiten, sind es hauptsächlich Erziehung, Bildung, Pflege, Soziales, jetzt Medizin, mittlerweile auch schon viel mehr Frauen, die fertig machen als Männer, auch im Richterbereich. Das sind alles Bereiche, die aus Transferleistungen des Staates bezahlt werden. Und wenn man sich das einmal klar macht, könnte man auch sagen, ja, wenn die Gesellschaft will, dass der Staat diese Bereiche, ich war selber Lehrer, sogar Waldorflehrer, da verdient man noch einmal viel weniger als im staatlichen Dienst, dann müsste man einfach auch sagen, wir wollen, dass sich das ändert. Und dann soll der Staat das genauso bezahlen, diese Arbeit, gleiche Arbeit, Zeit gleich bezahlt. Ja, da muss man zu Konzepten kommen und vielleicht nicht unbedingt die kommunistischen. Eigentlich ist ja Kommunikation auf Augenhöhe wichtig. Müssen jetzt emanzipierte Frauen Angst haben vor Together? Ich glaube, vor der Zukunft sollte man nie Angst haben. Es gibt sicher Veränderungen. Together ist für alle Menschen offen, die wissen, eine Nachhaltigkeit ist nur gemeinsam möglich. Du hast mich vorhin übrigens auch zur Bildung gefragt. Du hast mich gefragt, wo Buben oder wo junge Männer oder Männer Nachteile haben. Also im Bildungswesen zum Beispiel muss man mittlerweile sagen, die Bildungschancen hängen nicht primär nur mehr davon ab, wo die Eltern herstammen oder welches Bildungsniveau die Eltern haben oder welche Arbeit sie haben, sondern es hängt genauso davon mittlerweile ab, welches Geschlecht man hat. Die Buben sind eindeutig in einer Krise in ihrer Bildung. Das kann man an Zahlen ablesen, die kann jeder einschauen. Statistik Austria zeigt einfach auf, in den letzten 25 Jahren früher waren es doppelt so viele junge Frauen, die keinen Schulabschluss hatten. Und jetzt sind es doppelt so viele junge Männer. An den Hochschulen hat sich der Abschlussfaktor von 70 zu 30 für Männer auf 30 zu 70 umgedreht. Also das heißt, es hat sich ganz, ganz viel radikal verändert. Und da ist wichtig, dass man auch ein Bewusstsein dafür schafft, dass auch die jungen Männer in dieser Gesellschaft ihren Platz brauchen. Ansonsten werden sie irgendwann einmal vielleicht Dinge tun, die wir alle nicht wollen. Ich jedenfalls als Mann will das nicht. Ich weiß ja, Eine Klaus. herzliche Einladung an alle Feministinnen und Feministen, Together wert zu schätzen, wo es wirklich wo versucht wird, beide Geschlechter gleichermaßen zu hören. Und zwar nicht die Frauen für die Frauen und die Männer für die Männer, sondern die Frauen bewusst für die Männer empathisch sein und die Männer bewusst für die Frauen. Das wäre ein radikal anderer Ansatz. Das andere Dienst nach Vorschrift, die Männer für die Männer und die Frauen für die Frauen. Das kennen wir schon, es gibt Rivalitäten.
und wir streben Brüderlichkeit an, Versöhnung und Vertöchterung. Vertöchterung, wie ich es immer wieder auch nenne, ja, das ist von beiden Seiten. Okay. Kinder sind dir wichtig. Kindererziehung ist ein ganz wichtiges, aber ein Reizthema. Wie siehst du das? Ja, Kindererziehung. Es gibt mittlerweile ein Grundrecht in Deutschland, in Österreich sind wir noch nicht ganz so weit, auf ein Grundrecht jedes Kindes ab dem 3. Monat einen Babykrippenplatz fix zu kriegen. Also ich hoffe, dass die Entwicklungen in Österreich nicht in diese Richtung gehen. Ich glaube auch nicht, dass wirklich ein Kind das Bedürfnis hat, dieses Grundrecht zu besitzen, sondern ich glaube, dass viele Kinder sich nichts anderes wünschen, als dass die Eltern, und da zeigt uns jetzt die Krise, wo wir stehen, ja, wie viele Kinder würden das oder werden das momentan gerade extrem genießen, dass Mütter da sind, dass Väter da sind, vielleicht vermissen sie ihre Freunde aus dem Kindergarten oder vielleicht auch so den Babykrippen, keine Ahnung, oder aus der Schule, aber das, was die Krise uns momentan ermöglicht, ist ja doch, dass die Familie, dass die ganz nahen Menschen viel Zeit füreinander haben. Und die braucht es, glaube ich, gerade in der frühen Phase, wo Bindungsfähigkeit sich entwickeln soll, Empathiefähigkeit. Und wenn man jetzt sagt, wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, Zivilcourage ist immer verbunden mit Empathie. Und wenn eine Gesellschaft heranwachsen würde, wo diese Bindungsfähigkeit in den ersten Jahren schlecht die Möglichkeit hat auszureifen, dann wird es auch weniger Zivilcourage geben in einer Gesellschaft. Dann interessiert nicht mehr annähernd, wie es dem anderen geht. Da wollen wir einen Ergänzungsimpuls machen. Männer für Frauen, Frauen für Männer. Sicher ein ganz wichtiges Thema. Du hast schon ein bisschen erwähnt, der Zugang ist ja, dass Männer für Frauen sprechen, Frauen für Männer. Was ist da die Überlegung noch einmal detaillierter gesagt? In der Gesellschaft gibt es eben gewisse Informationen, über die man nicht hört. Und wir wollen bewusst ein Informationsangebot haben, das sich abkoppelt von einem Lobbying, das primär ein Geschlecht sozusagen gestärkt vertritt. Zum Beispiel kann man sich auch fragen, das sind die statistischen Daten, jeder, der nicht mindestens 2000 Euro in Österreich hat als Vater, der für mehr als ein Kind Alimente zu zahlen hat, der ist automatisch armutsgefährdet. Und bei 2 Kindern ist er am Existenzminimum. Es ist wichtig, dass man Frauenarmut und Kinderarmut endlich thematisiert, aber man darf einfach nicht vergessen, dass es auch Väter gibt, die einfach nicht aus Unwillen nicht bezahlen, sondern weil sie keine 2000 Euro netto im Monat haben und trotzdem für 2 Kinder zahlen sollen. Also das sind einfach Informationen, wo ich meine, das gehört ein offener Diskurs geführt von beiden Seiten, aber nicht sozusagen wie in Sozialpartnerschaft, wer setzt sich letztlich durch, sondern dass man gemeinsam, wenn man am selben Tisch sitzt, im selben Boot, dass man gemeinsam Lösungen sucht, die für alle Beteiligten stimmen. Aber jetzt tickt Mann und Frau ja ganz unterschiedlich. Jetzt so ein bewusster Ansatz, dass eine Frau für Mann und umgekehrt spricht. Funktioniert das? Kann ich jetzt für eine Frau denken oder sprechen? Ich glaube, dazu braucht es einfach die Empathie. Zum Beispiel, jeder hat wahrscheinlich Erfahrung gesammelt in seinem Leben, ich auch. Ich bin durch viele Türen gegangen, über viele Schwellen hinweg. Ich habe auch meine Fühlfähigkeit als Wahrnehmungsorgan entwickelt. Das hat mit Emotionalität gar nichts zu tun. Es ist eigentlich eine Wahrnehmung. Wie fühlt sich eine Frau, die zum Beispiel die Qual der Wahl hat, sich zu entscheiden, ob ich für mein Kind noch länger zu Hause bleibe oder ob ich zeitgenössische Frau bin und einfach raus in die volle Wertbildung gehe und vielleicht dann die erste Bezugspersonenrolle bei meinem Kind verliere. Das habe ich zum Beispiel erlebt. Das ist ganz ein bitterer, bitterer Erlebnismoment für Mütter, wenn sie dann nach einem Jahr, nachdem sie das Kind geboren haben, nicht mehr die wichtigste Person in diesem Leben des Kindes ist. Deswegen würde ich meinen, man kann sich einfühlen aus seinen eigenen Erfahrungen, man kann miteinander sprechen, man kann sich einander erzählen, was man für Erfahrungen gesammelt hat. Was sind wirkliche Bedürfnisse? Und gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel geht ja auch davon aus, jeder Übergriff, alles, was schief läuft, hat immer ein Charakteristikum. Es wurden Bedürfnisse nicht erfüllt. Sie wurden teilweise nicht einmal wahrgenommen. Und da glaube ich, können sich Männer und Frauen gut ergänzen, einmal zu spüren, wo sind meine wahren Bedürfnisse, unabhängig von irgendwelchen Zeitgeistströmen, neuen oder alten Role Models. Ja,
Klaus, wie erreicht ihr die Öffentlichkeit? Welche Veranstaltungen gibt es denn von Together? Ja, die nächste Veranstaltung und auch unsere erste wird eine Online-Veranstaltung sein. Das hat natürlich mit der jetzigen Krise zu tun. Deswegen sprechen wir jetzt auch in diesem Interview über Zoom. Es wird ein Online-Kongress sein, der am 15. Mai online geht, von 14 innovativen Impulsreferaten von Speakern und Speakerinnen zum Thema, wie kommen Männer und Frauen auf Augenhöhe gut durch die Krise. Hat jeder noch sein eigenes Thema, jede Speakerin, jeder Speaker. Und wir wollten eigentlich ein Live-Event haben am 15. und 16. Mai am Austria Campus. Die Bank Austria ist unser Kooperationspartner geworden und geht jetzt nicht. Und deswegen gibt es online. Und welche der Sprecher, Sprecherinnen sind da dabei? Da ist zum Beispiel der Trendforscher Matthias Horks oder auch die Friedensforscherin Hanna Milling, die mit ihrem Video, wo Frauen sich auch bei den Männern irgendwie für dabei. Es wird auch ein Video geben, das ihr Partner genau umgekehrt gemacht hat, wo sich Männer bei Frauen entschuldigen dafür, was an Übergriffen gewesen ist. Einfach um ein Friedensprojekt auf Schiene zu bekommen und ins Laufen zu bekommen. Und diese Arbeit von Together versteht sich als Friedensarbeit, als Vertöchterungs- und Versöhnungsprojekt. Schön. Wer sollte da dabei sein bei dem Online-Event? Wen spricht ihr da speziell an? Menschen, die wissen, dass eine Zukunft nur gemeinsam möglich ist. Und dass überall, wo man nur auf seinen eigenen Aspekt schaut, man sich letztlich selbst ins eigene Fleisch schneiden wird. Das sieht man ja jetzt in der Krise auch, wo man etwas ausgelagert hat und plötzlich ist die medizinische Versorgung nicht mehr im Inland. Da, es gibt, weil es scheinbar finanziell sinnvoller ist und rational bedacht, man keine inneren Kritik daran hatte. Und plötzlich sieht man, die essentiellen Dinge, da muss man wirklich gemeinsam schauen, mehr als nur, was bringt's. Und das sind Menschen, die sich uns anschließen, die, so wie der Matthias Horks, der gesagt hat, damals zugesagt hat, mit den Worten im Mail, auf das habe ich schon lange gewartet, ich bin natürlich dabei. Ich glaube, es gibt Menschen, die warten schon lange darauf, dass Männer und Frauen wieder gemeinsame Sache machen, statt in Rivalitäten sich und im Kleinkrieg irgendwie zu münden. Und auch wenn dieser Kleinkrieg manchmal unter der Oberfläche da ist, er ist da. Das wären ja schon ganz gute Schlussworte, aber dennoch, Klaus, ich weiß, dir ist eine gesunde Gesellschaft sehr wichtig. Jetzt haben wir sehr viel Spaltung. Was ist jetzt ganz wichtig, dass wir als Menschen wieder zueinander finden? Ich glaube, es gibt dermaßen viele anstehende Themen in dieser Welt, die wir nur gemeinsam lösen können. Und dieses Geschlechterthema in eine geschlechtergerechte gemeinsame Zukunft aufzulösen, wird uns die Kraft geben, gemeinsam als Mann und als Frau, als Männer und Frauen, diese menschheitlichen Probleme auch mit dem Planeten in Angriff zu nehmen und zu diesem globalen Klimawandel, um den wir uns gerade auch zu kümmern haben, gibt es auch einen sozialen Klimawandel und dass da wieder mehr Wärme und Gemeinsames reinkommt, das erscheint mir total entscheidend. Schön, wieder. Was wir begonnen haben, war unsere Idee, der Liveball, der könnte etwas sein, woran wir uns ein Beispiel nehmen. Damals war der Liveball noch nicht als der letzte Liveball angekündigt, das war erst ein Dreivierteljahr später. Aber wir dachten damals schon, wir wollen gerne in ein paar Jahrzehnten sagen können, mich gibt es dann vielleicht nicht mehr. Unsere Aufgabe gesellschaftlich hat sich erfüllt, es hat sich ausgezahlt, dabei zu sein und wir haben uns im Grunde überflüssig gemacht. Und Kessler hat es dann ein halbes Jahr später genauso gesagt, unsere Aufgabe ist erfüllt und wir haben uns im Grunde überflüssig gemacht und das ist gut so. So sehen wir es auch bei Together, es ist ein Langzeitprojekt und es braucht einen langen Atem und ich wünsche uns den. Und wer dabei sein will, uns auf diesem Weg zu begleiten, wir freuen uns. Vielen Dank. Schön, lieber Klaus. Berührend, ich weiß, du bist ein besonderer Lehrer. Auch das Soziale ist dir ganz, ganz wichtig. Du bist sehr authentisch. Ich wünsche euch wirklich das Allerbeste dabei. Danke fürs Gespräch. Alles Gute. Lieber Georg, dir auch. Danke, dass du auch unser Speaker bist und wir freuen uns auf dich am Online-Crossover. Tschüss. Ich habe mich sehr. Danke. Alles Gute. Ja.